Und zwar ist der Summer Breeze ja stets bemüht, irgendwie immer besser zu werden und irgendwie aus Fehlern zu lernen. Sag mir doch mal ganz kurz so aus deiner Sichtweise einmal, was besonders für das Festival spricht und wo du sagst, hier und da sind vielleicht noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten. Ja, was auf jeden Fall für das Festival spricht, ist, es sind jede Menge coole Leute hier. Ich finde auch die Organisation, gerade was die Toiletten und so angeht, mit Duschsituationen wird von Jahr zu Jahr besser. Gerade mit der Duschflat und so. Ich meine, da hinten ist ein Sportheim, die bieten Duschen an. Aber gerade, wir sind auf Campingplatz F, das ist L, das ist relativ weit weg. Ja. Da ist natürlich cool, wenn man direkt zum Duschen gehen kann. Ja, und das Angebot von Bands wird eigentlich auch von Jahr zu Jahr geiler. Ja. Aber hast du dann irgendwo was, wo du sagst, so, ja, das, ich meine, du musst jetzt nicht krampfhaft irgendwas finden, aber nee. Wenn du sagst, irgendwie, stört dich irgendwas, wo du sagst, so, das könnte man durchaus noch, das könnte man durchaus noch verbessern? Da fällt mir jetzt gerade so nichts sein. Das ist dann vielleicht eher so, wenn einem bestimmte Leute nerven oder so, aber da können die Veranstalter ja nicht unbedingt was für. Letzten Endes ja dann quasi Nörgeln auf hohem Niveau und das sagst du ja eigentlich selber schon. Und weil ich gerade sagen muss, also ich bin jetzt dieses Jahr das erste Mal quasi mit dem Auto da. Ich wurde mit jemandem noch mitgenommen von Dingelsbühl, ich bin seit Montag hier unten. Okay. Und ich habe erst gedacht, nee, mit dem Auto will ich niemals hinfahren, weil das mit der Kontrolle auch viel zu lange dauert und so. Und das geht so ratzfatz, das ist hammergeil. Auch wunderbar. Einweisen dann, also geil. Super, weiter so. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung. Viel Spaß noch. Mach's gut, ciao. Kurze Frage, Summer Breeze, das wievielte Mal ist es für dich? Also für mich ist jetzt das fünfte Mal. Okay. Bei uns ist das ein bisschen Tradition geworden, mit ein paar Freunden immer herfahren. Wir kennen ja auch ein paar Leute in der Umgebung, mit denen wir uns dann einmal im Jahr immer hier treffen. Also ist schon ziemlich cool. Sehr gut. Und wenn du jetzt so sagen würdest, was gefällt dir besonders gut an dem Festival und was gefällt dir eben auch nicht so gut? Also gibt es auch Sachen, wo du sagen würdest, das sind Dinge, die könnte man vielleicht noch verbessern? Ja, also super geil sind auf jeden Fall die durchmischten Bands. Hier ist immer ein Hammer-Line-Up. Ja. Fast jedes Jahr richtig geil. Für jeden auf jeden Fall was dabei. Und was ein bisschen scheiße war bei der Anreise war, dass es super viel Stau gab. Es gab teilweise Straßen, wo die Autos sich quasi gegenüber standen und ich wusste, was sie machen wollten, mitten in der Nacht um eins oder so. Das war ein bisschen scheiße organisiert, muss ich mal sagen. Okay. Aber prinzipiell, Sound ist geil, Bands sind geil, super. Also die große Variation am Line-Up ist wirklich gigantisch, dass man wirklich für jeden Geschmack wirklich was findet. Mhm. Die Organisation ist gut. Mit dem Einlass und so läuft dieses Mal auch alles hier aus Festivalgelände einwandfrei. Mhm. Und sonst eigentlich alles top zufrieden, nur ein, jetzt muss ich leider schon zur Kritik kommen. Das Essen ist zu teuer. Okay. Würde ich jetzt nicht mal unbedingt sagen. Ach, aber, ein Stück Pizza. sondern oben an der Bühne ist doch jetzt dieser neue eingezäunte Bereich. Ja. Dieses Nadelöhr ist katastrophal. Okay, wo die Leute quasi von rechts rein und links wieder raus. Genau, also rechts rein ist kein Thema, aber links raus, jetzt gerade zum Beispiel nach Whitechapel, wenn die wirklich alle rauswandern, das ist katastrophal. Okay, ja, gut, das ist das, weil wir standen gerade davor und haben uns auch gefragt, wie das so aufgenommen wird, von daher. Eng. Okay. Also es hat schon, um es ganz gemein zu sagen, so ein bisschen Love Parade Atmosphäre. Ach komm. aber es bezieht sich jetzt tatsächlich so, das ist quasi das, wo du sagst so... Zwei Ausgänge wären cool. Ja, zwei Ausgänge oder halt wirklich wieder aufmachen. Ja, was mir gut gefällt, ist die Organisation hier. Also wie das Gelände hier aufgebaut ist, das gefällt mir ganz gut. Ein bisschen chaotisch ist, finde ich, der Campground, muss ich sagen. Dadurch, dass vielleicht auch Dienstag schon viele angereist sind dieses Jahr, ist es halt schon echt viel geworden, ne? Und inwiefern chaotisch? Ist es einfach dann zu voll oder was ist da das Problem? Auch, vielleicht waren sie auch nicht darauf vorbereitet, einfach, dass Dienstag schon so viele Leute kommen. Ne? Dass, weil wir einen relativ kleinen Platz für relativ ein großes Zelt und sowas für viele Leute gekriegt haben. Also ja, vielleicht deswegen ein bisschen. Alles klar. Ja. Das Problem ist ja, wenn man aufbaut, da hat man ja nicht mal genug Plätze für die Zelte. Genau. Ja. Okay. Genau das meine ich. Just a short question, where are you guys from? Netherlands. 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 Yeah. Let up the Rempels. Waar kom je vandaan? What? Was? Waar kom je vandaan? Utrecht. Utrecht. So. Noord-Brabant. Up, Holland. Is it your first time here? Or? No. Second time. Third time. Second time. Third time. So your third time and your second time. Yeah. And how do you like it? So far. It's great. It's finally holidays for me, so... Perfect festival, really. Cocktails, party. It's great. Okay, so... What more do we want, really? Die schon noch Fragen, mein Freund. Was denn? Pass auf, es geht ganz schnell. Zum ersten Mal hier oder schon häufiger? Zum zweiten. Und also aus deiner Sicht, Sachen, die dir besonders gut gefallen beim Summer Breeze, aber auch Sachen, wo du sagst, da könnte man vielleicht noch ein bisschen was verbessern. Wir fangen mit den guten Sachen an. Alles. Alles verbessern oder alles super? Alles super. Cool. Schön. Verbessern? Fällt mir gerade nichts ein. Warte, du bist gleich dran. Wohl, die sind ja ganz alle die Politiker. Nein, also du sagst so, im Großen und Ganzen, alles top.
Pipi war eins zu reden. Wunderbar. Siehst du, bist du schon entlassen? Starten wir mit dem. Das ist der Hammer. Sehr gut. Das ist von den Veranstaltern so bestellt und wurde auch bezahlt, war sehr teuer. Okay, was gefällt euch noch gut? Ja, die Bands sind super. Ja. Was soll denn? Also die allgemeine Auswahl und Zusammenstellung? Ja, super. Ja. Okay. Genau. Alles, die Stände und alles Essen ist super. Also es ist wirklich ein Riesenangebot, finde ich. Ist super. Okay, cool. Ja. Und fällt euch irgendwas ein, wo ihr sagt, das hat jetzt irgendwie noch nicht so ganz sauber funktioniert, das hätte man vielleicht noch ein bisschen cooler machen? Normal nicht, ne? Finde ich, gar nicht. Wirklich, ist echt super. Job, cool. Ja. Naja, super, das war's schon. Vielen Dank, macht's gut. Ciao. Bist du noch fahrtüchtig? Fahrtüchtig jetzt nicht, aber... Nein, aber tüchtig genug, um noch Fragen zu beantworten, natürlich, oder? Natürlich, klar. Stell mir also, alles, was du willst. Also aus deiner Sichtweise, also erstmal, zum wievielten Mal bist du da? Erste Mal? Zum siebten Mal. Zum siebten, okay. Und dann auch die 7 Male in Folge, oder? Immer. Seit 2010 bin ich jedes Jahr hier. Cool. Ja. Und dann sag doch mal so aus deiner Sicht, Sachen, die dir hier besonders gut gefallen, vielleicht auch im Vergleich so zu anderen Festivals, ohne jetzt Namen zu nennen, okay, wo du mal gewesen bist. Ja. Aber auch vielleicht Dinge, wo du sagst, da könnte man vielleicht noch was verbessern. Okay, also ja, Verbesserungsvorschläge finde ich jetzt nicht, weil jedes Jahr ist immer irgendwas anderes. Vor allem hier, ja, bis zur Bühne zu laufen. Okay. Damals mussten wir ja immer so einen Zickzack laufen. Ja. Und das, so wie es jetzt ist, finde ich es eigentlich okay, weil einfach immer geradeaus laufen, finde ich besser, wie irgendwie 3 Kilometer bis zur Bühne zu laufen. Ja. Okay, cool. Aber Verbesserungsvorschläge habe ich jetzt nicht unbedingt so. Pass auf, wo ich euch jetzt hier stehen habe. Ganz kurz, seid ihr zum ersten Mal hier oder? Nee, zweites Mal. Zum zweiten Mal, okay. Zum siebten Mal. Und was macht für dich oder was macht für euch das Summer Breeze so besonders? Gibt es da irgendwie was das irgendwie im Vergleich zu anderen Festivals besonders hervorhebt oder? Ich komme nicht mehr her. Du kommst nicht mehr her? Dann sag mal warum. Zu groß? Zu groß, okay. Ungepflegte Toiletten, geht gar nicht. Jedes Festival bringt es hin, das saubere Klos. Immer Klopapier, Vogelgezwitscher, wenn man auf den Toiletten sitzt. Rosa Winter. Von echten Vögeln oder von... Abgespielt, ja. Aber naja, vielleicht ist das ja auch da, um den einen oder anderen Sound zu über... Aber es ist schon was. Okay. Ja, aber die Sauberkeit geht gar nicht. Viel zu viele Leute und Kindergeburtstag. Tatsächlich, okay. Ja. Und so aus deiner Sicht... Ja, also mittlerweile ist es schon sehr kommerz. Wo ich das erste Mal da war, waren einfach viel weniger Leute hier. Mittlerweile sind so viele Leute da, dass einfach jeder kommt, nicht mehr nur die Leute aus der Szene. Ja, die Leute neben uns legen einfach nur noch Hip-Hop auf, wo ich mir denke, wir sind auf einem Metal-Festival. Das geht gar nicht. Aber sonst, ja. Aber es ist super dieses Jahr. Ja. Aber ist es bei dir auch so, dass du sagst, so, boah, ich habe jetzt tatsächlich die Schnauze voll? Oder ist es... Das überlege ich mir dann nach dem Festival, das weiß ich nicht genau. Dann drücke ich die Daumen, dass es vielleicht du ja auch noch deine Meinung vielleicht ja noch änderst. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, auch dir. Danke. Alles klar, macht's gut, ihr beiden. Vielen Dank erstmal. So, ich nehme mal an, dass ihr hier aus dem Ort kommen, richtig? Nein, wir kommen aus Dinkelsbühl. Sie kommen quasi aus Dinkelsbühl. Wunderbar, und Sie sind quasi einfach heute mal hier und wollen sich das Ganze mal ein bisschen anschauen. Oder ist es tatsächlich die Musik, die Sie hier hinzieht? Sagen wir mal so, wir haben heute Gelegenheit, hierher zu kommen, weil sonst, als ich noch berufstätig war, hatten wir immer Betriebsurlaub und da waren wir weggefahren. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, als Rentner hier zu kommen und das ist ganz schön. Sie sind schon Rentner? Ja. Na, das mag ich ja kaum glauben. Also wenn Sie mal 45 Jahre und ein halbes gearbeitet haben, sind Sie es vielleicht auch. Also wenn man über 45 ist und von hier wohnt, hier kommt, dann kann man halt... Kommen. Super. Und so Ihr erster Eindruck heute? Wir sind zum dritten Mal hier. Tatsächlich, okay. Also also in den Folgejahren zum dritten Mal. Genau, okay. Genau. Und wir besuchen auch Festivals, aber nicht Heavy Metal, sondern so Reggae und solche Sachen. Okay. Ja. Aber ansonsten so von der ganzen Atmosphäre her hier? Das finde ich ja toll. Ja, ja. Meine Generation ist mit Deep Purple, Black Sabbath und solche Bands aufgewachsen. Das sind halt so, da hat man gesammelt, ist ja klar, alle LPs, was so rauskam, hat man einfach gekauft, das war so, ja. Cool. Schön, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Spaß. Wofür war das jetzt? Das ist direkt für das Summer Breeze. Ah ja. Okay. Genau, wir sind direkt quasi vom Summer Breeze und fangen so ein paar Stimmen ein und freuen uns total über solche Beiträge wie von Ihnen. Vielen, vielen Dank. Dann bedanke ich mich, Benjamin. Genau, das steht. Tschüss.